Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind mal wieder in der Küche, es gibt aber heute kein Rezept, sondern ich zeige euch eine Produktreview. Und zwar habe ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr eine Siebträgermaschine, anstatt eben eine Kapselmaschine oder eine normale Filterkaffeemaschine. Und ich dachte euch, ich zeige die mal und erzähle so ein bisschen, ja, wie ich damit so arbeite. Erzähle euch ein bisschen meine Meinung dazu, ein paar allgemeine Infos zu dem Gerät und ja, was sich für mich persönlich so in der Zeit jetzt mit der Maschine verändert hat. Und vielleicht habt ihr ja Bock dran zu bleiben, wenn euch das Thema interessiert. Vielleicht kann der ein oder andere ja auch noch was mitnehmen oder ist selber auf der Suche noch nach einer neuen Kaffeemaschine. Dann würde mich das natürlich sehr freuen, wenn ich euch damit unterstützen kann. So, dann geht es jetzt wie immer direkt los. Meine Kamera mal wieder den Akkugeist aufgegeben hat, habe ich jetzt einmal getauscht und wollte euch noch kurz einmal vorab sagen, das Thema Siebträgermaschine ist sehr komplex. Ich bin absolut kein Profi, was das angeht und auch kein Barista oder ähnliches. Das heißt, ich spreche nur aus meiner eigenen Erfahrung und es gibt mit Sicherheit hier auf YouTube wesentlich mehr Leute, die da Experten sind. Ich hoffe trotzdem, dass ich euch mit meinen Erfahrungen einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Nehmt es aber alles nicht zu sehr auf die Goldwaage, denn wie gesagt, das sind alles keine Expertenmeinungen. Und wenn ihr euch für so einen Kauf einer Maschine entscheidet, dann sprecht auf jeden Fall auch nochmal mit Fachberatern oder vielleicht mit jemandem in einer Rösterei oder der sich etwas besser auskennt. Das schon mal vorab. Und allgemein gibt es bei den Siebträgermaschinen halt sehr, sehr viele Einstellungen zu machen. Das heißt, es ist nicht zu vergleichen mit einem Vollautomaten oder einer Filterkaffeemaschine. Das muss einem klar sein, wenn man sich sowas kauft, dass man sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen muss. Das musste ich am Anfang auch und es ist gar nicht so leicht. Deswegen informiert euch da auf jeden Fall gut, ob das was für euch ist. Ich packe euch trotzdem mal den Link meiner Kaffeemaschine oder meiner Siebträgermaschine in die Infobox für alle, die Interesse daran haben, können da dann gerne mal vorbeischauen. So, jetzt geht's aber endlich los. Und zwar seht ihr hier meine Siebträgermaschine. Das ist die Sage Barista Touch. Die habe ich im August 2021 gekauft. Und einfach aus dem Grund, ich hatte keine Lust mehr auf meine Kapselmaschine, auf den ganzen Müll. Ich hatte Bock, meinen Kaffee selber zu machen, dass der nicht durch 1000 Schläuche läuft, dass ich viele Dinge selber einstellen kann, dass ich auch mal Kaffeesorten tauschen kann. Das ist ja bei Kapselmaschinen immer ein bisschen schwierig. Klar, bei Filtermaschinen, da könnt ihr natürlich jeden Kaffee nehmen, den ihr wollt. Aber je nachdem, welche Kapselmaschine oder Padmaschine ihr beispielsweise habt, da ist das dann ein bisschen schwieriger, denn da passen nicht jede unterschiedlichen Kapseln eben rein. Und deswegen, ja, habe ich mich dazu entschieden, mir eine Siebträgermaschine zu kaufen. Auch ich habe mich wie eben sehr lange informiert, auch viele andere Videos hier geschaut und mich beraten lassen. Und dann habe ich mich letztendlich für diese Maschine entschieden. Ich finde, die passt hier super hin. Die ist klein und kompakt. Ich schreibe euch die Maße gerne mal hier mit ins Video oder in die Infobox, wenn ihr euch dafür interessiert und auch schauen wollt, ob das bei euch eventuell passt. Von der Seite sieht das Ganze so aus. Und wir fangen vielleicht einmal hinten an. Hier ist der Wassertank, den kann man praktisch so öffnen und da befindet sich auch ein Filter drin, den man regelmäßig tauschen kann und da kann man dann das Wasser reinfüllen. Das hält bei mir tatsächlich sehr lange. Ich trinke ungefähr 1 bis maximal 2 Kaffee am Tag und ich fülle das halt auf jeden Fall, wenn überhaupt, einmal die Woche auf, wenn nicht noch länger. Es kommt mal so ein bisschen drauf an. Wenn mal Tage dazwischen sind, wo ich keinen Kaffee trinke, dann wechsle ich das Wasser auch einfach mal so, wenn es dann schon ein bisschen länger drin stand. Genau, dann geht's hier einmal rum. Vielleicht einmal kurz hier oben zu dem Bereich. Diese Maschine, die ich mir ausgesucht habe, hat eine integrierte Mühle. Da scheiden sich die Geister mit der Meinung. Viele schwören auf eine externe Mühle. Ich wollte aber einfach etwas, was ein bisschen platzsparender ist und komme tatsächlich hiermit auch sehr gut zurecht. Da müsst ihr einfach überlegen oder entscheiden, was für euch die beste Wahl ist, die beste Möglichkeit und womit ihr am besten zurechtkommt. Ich komme hiermit sehr gut zurecht und
Genau, das ganze Ding kann man auch abnehmen. Hier ist ein Deckel drauf. Ich packe da immer nur so viel Bohnen rein, wie ich ja für maximal eine Woche brauche. Der Rest ist weiter in der Packung drin, einfach damit die ja nicht so lange da drin liegen. Dann geht es einmal auf diese Seite hier. An diesem Bereich lässt sich der Mahlgrad einstellen der Bohnen. Dann haben wir hier einen Tamper, der mitgeliefert wird, mit dem man dann das gemahlene Kaffeemehl in dem Siebträger festdrückt. Der lässt sich hier über Magnet einmal einhängen. Dann haben wir hier ein Milchkännchen dabei. Dann ist hier der Mahlbereich. Hier seht ihr noch ein bisschen Kaffeemehl von mir. Und dann ist hier der Siebträger drin. Genau. Dann geht es hier einmal weiter mit integrierter Milchaufschäumdüse. Das Coole daran ist, finde ich, wenn man tatsächlich im Milchaufschäumen noch nicht so geübt ist, hier ist ein Temperaturfühler. Da stellt man dann hier diese Kanne drauf praktisch und dann fühlt das ganze Ding eben direkt die optimale Temperatur. Genau, ja, hier ist der Auffangbehälter, den kann man hier rausnehmen, das Ganze dann sauber machen, den überschüssigen, ja, Kaffee, Wasser etc. entleeren und da hinten ist nochmal so ein kleines Fächlein für, ja, ich habe da jetzt so Reinigungstabletten drin unter anderem. Da kann man eben schauen, was man da reinmachen möchte. So, ich habe euch den Siebträger jetzt einmal rausgeholt. Das ist einmal der hier. Es kommen vier Siebe mit im Paket. Das sind einmal zwei einwandige Siebe. Das ist dann für das Kaffeemehl, was ihr direkt in der Mühle von der Maschine malt. Das heißt, das ist nur ja ein Einer-Sieb, sag ich mal. Das ist das Kleine für einen One-Shot und das ist das Größere für einen Double-Shot. Und dann gibt es auch noch zwei doppelwandige Siebe. Das ist dann für Kaffeemehl, was bereits vorher gemahlen ist und was ihr dann so da reintut. Und das gibt es auch als One-Shot und als Double-Shot. Dann gibt es noch so eine Klinge, mit der man praktisch, wenn man das Kaffeemehl hier reingemahlen hat, das Ganze einmal glatt streichen kann, um zu schauen, ist genügend Mehl drin oder nicht. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen was an Reinigungswerkzeug, so ein Pinsel und so eine kleine Spitze für die Milchaufschaumdüse. Genau. Jetzt mache ich das Gerät einmal an. So, und jetzt ist es praktisch schon einsatzbereit. Der Hersteller wirbt auch damit, dass es super schnell aufgeheizt ist und ja, wir direkt praktisch loslegen können. Und jetzt gibt es hier praktisch eine Vorauswahl an Cafés, die wir hier produzieren können. Es gibt hier auch beispielsweise Möglichkeiten, sich eigene Programmierungen da reinzupacken. Das habe ich halt mal gemacht. Und im Grunde ist es egal, welche Auswahl ihr jetzt drückt, so dass ihr das Mahlen, das Brühen und auch den Milchbereich selber nochmal einstellen könnt. Also da sind zwar vorgefertigte, ja, ich sag mal, Bilder zu den einzelnen Kaffeesorten. Einstellen könnt ihr aber trotzdem nochmal alles manuell. Das war für mich anfangs ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich dachte, die Einstellungen sind dann so praktisch direkt schon drin. Das ist aber nicht so. Die Maschine gibt einem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kaffeekrämer machen möchte, lediglich die Info, dass ich ja für den Espresso einen etwas niedrigeren Mahlgrad gewählt habe, und dann für einen Krämer etwas höher, einstellen muss. Genau. Also es gibt da schon so ein paar Informationen. Hier kann man dann auch sehen, auf wie viel gerade mein Mahlgrad war und auf welchen ich stellen sollte. Das ist aber auch das Einzige. Die Maschine bietet auch noch so eine kurze Erklärung an, dass man den ersten Kaffee eben mit so einem Video einmal durchlaufen lassen kann, dass man ein bisschen Unterstützung bekommt. Man muss aber trotzdem einfach noch durchprobieren. Es kommt ja auch immer ganz darauf an, welchen Kaffee man hat. Ich zeige euch jetzt gleich einmal, welchen Kaffee ich aktuell benutze. Und demnach muss die Maschine immer auf die Bohne und auch auf den Kaffee eingestellt werden, den ihr euch da aussucht. Jeder hat ein bisschen eine andere Röstung und ja, funktioniert dementsprechend immer so ein bisschen anders. Das heißt, ich lege jetzt hier mal auf den Espresso. Mein normaler Standardkaffee, den ich normal damit mache, ist meistens ein Espresso, den ich eben mit Milch aufgieße. Und das ist so das, was ich am häufigsten trinke. Deswegen habe ich die Einstellung auch meistens ähnlich und komme damit eigentlich super zurecht. Genau, ich benutze tatsächlich größtenteils hier dieses doppelwandige Sieb. Und male aktuell auf meinem Mahlgrad 4.
23 Sekunden, dann ist mein Sieb voll, ich temper das, dann lasse ich ein bisschen heißes Wasser durch diese Brühgruppe hier laufen, damit die schon mal ein bisschen erwärmt ist und dann brühe ich 25 Sekunden und dann geht es eben weiter mit der Milch. Hier bei dem normalen Espresso ist es eben nicht mit drin, aber wenn ich hier auf meine Vorauswahl gehe, dann habe ich hier eben diese 25 Sekunden Brühzeit und auch meine Milcheinstellung. Das könnt ihr, wie gesagt, alles manuell einstellen. Das heißt, den Mahlgrad hier über dieses Rädchen, das geht, ich muss mal gerade schauen, Drehwähler, das geht, ich glaube, von 1 bis 12 oder sogar noch länger gröber. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann könnt ihr die Extraktionszeit, also diese Sekundenanzahl hier selber einstellen und eben die Gradzahl und die Stärke der aufgeschäumten Milch. Um ein bisschen rauszufinden, wie das Ganze funktioniert, also welchen Mahlgrad ihr wann benutzt, wie viele Sekunden Brühzeit ihr einstellt, nach wie vielen Sekunden dann der Kaffee durch die Maschine läuft etc. Da muss man eben so ein bisschen ausprobieren. Es gibt so eine Faustregel, wie viel Kaffeemehl bei einem Espresso auf wie viel fertig gebrühten Espresso hinterher in der Tasse sein soll. Das schreibe ich euch gerne mal noch mit hier ins Video und da unten in die Infobox. Das habe ich anfangs gemacht mit einer Waage, dass ich so ein bisschen abschätzen konnte, ob meine Mischung passt. Dann muss man einfach immer wieder probieren, ob es so schmeckt oder nicht und eventuell den Mahlgrad ein bisschen gröber oder feiner stellen und das Ganze nochmal probieren. Es gibt eine Anleitung, die ist ebenfalls hier mit dabei. Sieht so aus, das Ding. Und da gibt es dann verschiedene Tipps auch, die ihr beherzigen könnt. Ich muss mal gerade schauen, wo das ist. Genau. Zur Anleitung von Extraktion. Also wenn es zum Beispiel zu tröpferig oder zu viel daraus läuft, ob der Espresso halt irgendwie bitter oder sauer schmeckt oder sowas, da kann man sich so ein bisschen hier orientieren. Ich habe aber dazu auch noch andere Videos geschaut und mich ein bisschen belesen im Internet und da ja ein bisschen ausprobiert. Wie gesagt, ich habe am Anfang ja schon gesagt, ich bin kein Experte und musste selber halt auch ein bisschen testen, welche Einstellungen für meinen Kaffee, der mir so schmeckt, hier am besten passt. Aber ja, das muss man dann halt selber für sich so ein bisschen raustesten. Es ist nicht ganz einfach, das sage ich euch dazu. Aber wenn man ja, so ein bisschen einmal den Dreh raus hat, dann klappt das eigentlich ganz gut. Genau. So, das ist eigentlich so das Gröbste, was ich dazu schon mal erzählen kann. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich versuche das ja so gut wie möglich zu beantworten. Ist natürlich immer alles so ein bisschen Geschmackssache, wie man was einstellt. Aber ja, vielleicht kann ich euch da helfen. Ich verlinke auch gerne nochmal die Seiten und die Kanäle, die mir sehr geholfen haben, um den Espresso bestmöglich rauszubekommen. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen auch. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. So, vielleicht noch kurz ein bisschen zu meinen Pros und Kontras. Ich finde es richtig super, einfach, dass man dadurch wesentlich weniger Müll hat. Es macht mir unglaublich viel Spaß, mit dieser Maschine den Kaffee zu bereiten, denn man hat einfach das Handwerk dabei, man kann sich morgens ein bisschen mehr Zeit nehmen und auch nachmittags, drückt nicht einfach auf den Knopf, sondern vollzieht so ein bisschen wie so ein Kaffeeritual und das ist einfach total schön. Also mir persönlich macht das richtig viel Spaß. Und man kann sich einfach durch viele verschiedene Bohnen durchprobieren. Das ist auch ein Vorteil daran, der mir einfach super viel Spaß macht. Und ich komme mit der Maschine sehr gut klar. Die Firma hat noch diverse andere Maschinen. Da kann ich euch jetzt natürlich wenig zu sagen, weil ich die selber nicht ausprobiert habe. Schaut aber da gerne einfach mal online auf der Webseite, falls ihr euch allgemein für irgendwas von denen interessiert. Es gibt auch viel Zubehör, Abklopfbehälter, bestimmte Extras. Auch das verlinke ich euch gerne einmal in der Infobox, wenn da der ein oder andere noch Extras sucht, um das Ganze ein bisschen zu komplettieren.
Ja, ich finde, es ist für einen Einsteiger eine gute Maschine, da viel vorgegeben ist, man aber trotzdem noch Möglichkeit hat, sich das Ganze selber einzustellen. Es ist aber eben nicht unbedingt super schwer wie bei einer, ich sag mal, Profi-Espresso-Maschine, bei der man einfach zu 100% alles selber einstellen muss. Auch das lernt man mit Sicherheit mit der Zeit. Aber wenn man ganz neu einsteigt, dann freut man sich doch schon, wenn es einfach ein bisschen Anleitung gibt, damit einem das vereinfacht wird. Ja, was ich ein bisschen kritisieren muss, ist, dass nicht einstellbar ist, mit welchem Druck das Ganze rauskommt. Es gibt ein Modell, meine ich, von Sage, wo man das einstellen kann, beziehungsweise wo auch so ein Bar. Messer, heißt das Barmesser, Barometer? Ich weiß es nicht genau. Also eine Anzeige, wie viel Bar das Ganze verwendet, eben mit dabei ist. Und das kann man jetzt hier eben nicht. Das ist vielleicht ein Minuspunkt. Und was ich auch herausgefunden habe, meine beste Freundin hat die gleiche Maschine und die mahlt praktisch ihren Espresso von derselben Marke, den ich auch verwende, in einem ganz anderen Mahlgrad. Also es kommt immer komplett auf die Maschine an. Nur weil ich jetzt hier einen Mahlgrad 4 für meinen Espresso benutze, heißt das nicht, dass ihr den auch nehmen könnt. Da müsst ihr tatsächlich ausprobieren. Und man hat tatsächlich irgendwie nicht ganz so viel Spielraum. Also ich hätte mir gewünscht, wenn man ja, das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr, also wenn die Abstände zwischen diesen einzelnen Mahlgraden noch etwas größer oder feiner, gröber einzustellen gewesen wäre. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber auch so komme ich gut damit zurecht. Das sind jetzt tatsächlich die einzigen Punkte, die ich irgendwie kritisieren müsste, wenn ich was kritisieren würde. Das ist nicht super viel, deswegen, also ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit, für mich als Anfänger, sage ich mal. Und ja, würde das tatsächlich auch guten Gewissens weiterempfehlen. Für die, die schon Profis sind oder sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, die haben vielleicht auch noch mehr Spaß an Maschinen, die ja, wo die Einstellungen einfach noch ein bisschen detaillierter sind und ja, finden da mit Sicherheit auch andere Modelle. Ich als Anfänger muss aber sagen, das reicht mir so, wie was ich da jetzt einstellen kann. Und da bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Genau, ich hoffe, ich konnte jetzt schon mal einiges an Fragen beantworten. Für alle, die das Video aus ja, Informations Gründen gucken und ja, überlegen, ob sie sich so eine Maschine kaufen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, die ich noch nicht beantwortet habe, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich packe euch alles Mögliche an Links unten rein und an Infos noch, was ich finde. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn du da jetzt gerade zuschaust. Und Bock hast auf meine anderen Videos und noch nichts mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal doch kostenlos. Dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!